Welt, seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen. An einem fantastischen Tag und schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Die Häuserwoche geht immer weiter. 76218 aus dem Jahr 2022, bestehend aus rund 2700 Teilen für 250 Euro. Sanctum Sanctorum von Marvel Disney. Ganz genau so ist es. Da stehen mal 9 Figürchen und ein Modular Building. Ha, genau. Und beim Modular Building bin ich natürlich sofort dabei. Und gleich vorneweg, Highlight dieses Set ist, dass es nicht Lego-exklusiv ist. Und auch nicht wie die Modulars nur bei ein, zwei strauchelnden Ketten und bei einer guten verkauft werden, sondern tatsächlich, dieses Set hier geht an alle Händler. Ganz normale Katalogware. Kann man ordern, das heißt, die Rabatte auf dieses Set werden drastisch ausfallen. Denn es gibt so ein paar, ihr wisst ja, Fachhändler-exklusive Sachen, wie zum Beispiel so ein 10265 Mustang. Der ist auch immer mal reduziert, aber wird nicht verdroschen, weil die Versager die Finger nicht dran kriegen. Der geht aber an alle. Das heißt, die müssen richtig kämpfen, werden sich gegenseitig runterbieten. Man bekommt es bei irgendeiner Elektronikkette runtergesetzt, da bei einem Kaufhaus, dann da irgendwie nochmal an der Kasse im Graveltisch, man weiß es nicht. Und dann macht doch Amazon noch mit. Ja, hervorragend. Super. Händlerware, das heißt, es wird wenigstens von einem sehr, sehr völlig überzogen hohen Preis, geht es immerhin mal 30-40% runter. Und bei 250 Euro kann das ja mal ein Hunderter ausmachen. Also von daher, ja, so. Und diesen Hunderter behalten wir auch im Hinterkopf. Der wird nämlich fürs Wohlfühlen relativ wichtig sein. Packen wir mal die große Box weg, weil die ist echt, die ist riesig. Ja. Ist hochkant, das machen die ja gern. Boxart gibt es keine. Bild, Abenteuer oder Rückseite. Das war, wie man sich fürchten müsste. Ich muss es weiter hinten lassen, damit ihr das Ganze seht. Da seht ihr einfach nur, dass es modular aufgebaut ist. Ja, genau. Und das ist es eigentlich. Aber immerhin, es hat eine Rückseite, dieses Set. Und beim Häusle bauen bin ich ja eigentlich immer guter Dinge. Das merkt ihr ja auch. Ich freue mich drüber. Es ist sehr, sehr simpel zu bauen. Es ist ein Einsteigerset natürlich. Warum ist es ein Einsteigerset? Es kostet 250 Euro. Das heißt, hiermit wird nicht gespielt in irgendeiner Form. Hier hofft Lego einfach drauf, dass ihr Marvel-Fan seid und dass ihr euch das mitnehmt. Oder es vielleicht jemandem schenkt, der ein riesiger Doctor Strange-Fan ist oder was auch immer das ist. Und es kann sein, dass das das erste Lego-Set ist, was diese Person jemals bekommt. So ist es auch kreiert. Ja, das ist ja der Punkt dabei. Und das ist ja bei fast allen Sets mittlerweile bei den Großen so. Das ist immer ein bisschen schade für uns, die sehr viel bauen, weil es dadurch ein bisschen zu simpel ist. Und manchmal hätten wir gern ein bisschen noch was Knackiges. Aber es ist wirklich watschen einfach zu bauen. Wirklich. Ganz, ganz simpel. Und bei Gebäuden gibt es ja sowieso eigentlich keine Probleme. Aber ihr merkt es an zwei, drei Stellen, dass es halt einfach sehr, sehr glatt gebaut ist. Ja? Hat auch was Gutes. Ist gar nicht als Kritik so fest. Kritik. Ja, der geneigte Neukunde wird es nicht wissen, aber Modular Buildings haben keine Aufkleber. Und das Ding spielt in der allerhöchsten Liga der Modulars preislich mit. Das ist sehr, sehr bitter, fast 50 Aufkleber. Alles, also wir haben, das Ding hier ist exklusiv. Richtig, alles klar. Das ist das, was ihr bekommt, weil es Dr. Strange ist. Der Rest ist hier drauf. Das ist halt wirklich sehr, sehr schade. Vor allem, ich bin kein großer Marvel-Fan oder irgendwas. Dr. Strange habe ich auch den ersten gesehen, sonst bin ich da nicht mehr tief drin. Ich bin bei Marvel eher bei den X-Men. Es würde mich persönlich stören, wenn alles, was mit meinem favorisierten Franchise zu tun hat, ein Aufkleber wäre. Ganz ehrlich. Würde mich geht mir so, wie wenn ihr in Star Wars UCS baut und dann habt ihr auch alles mit Stickern gelöst. Das heißt, es hat einfach einen schäbigen Beigeschmack bei der ganzen Sache. Cool finde ich das hier. Ihr kennt ja, wisst ihr, wie momentan die Anleitungen bei Lego aussehen, die neuen. Die sind ja alle weiß und Grütze bei den Händlermodellen. Und das hier finde ich schön. Sieht cool aus, oder? Ich finde, es sieht cool aus. Und es sind drei Anleitungen, es ist nicht ein dickes Buch, es sind drei. Finde ich eigentlich ganz angenehm, hat man nicht so eine Spannung drauf. Ich habe es tatsächlich per Papier gebaut, mal nicht per PDF, deswegen fand ich es noch angenehmer. Und nett ist, das hier ist nicht, was Lego sonst gerne macht, dass halt das Bild nicht wirklich mit dem Modell übereinstimmt. Diese Szene könnt ihr genauso auch nachstellen. Also das ist im Inneren vom Gebäude, wenn man hier von hinten durchguckt. Ich weiß nicht, ob wir das hier mit der Beleuchtung so hinkriegen, weil die Beleuchtung müsste ja aus der anderen Richtung dann kommen. Aber das geht tatsächlich.
Finde ich cool. Also hat mir Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist drei Dinger für 2700 Teile. Da tut sich nichts pro Bauschritt. Ja? Also habt wirklich keine Angst. Das ist ein Set für Einsteiger. Natürlich alles in Bauschritte unterteilt. Das Übliche. Jetzt kommen die Figuren. Zum Set kommen wir gleich. Zwischendurch stärke ich mich mal. Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Cheers. Gute Sandgrüne. Gibt es hier unten verlinkt. Bausteinecke. Und natürlich das themenpassende Shirt. Gibt es bei Gadgets unten. Guck nach. Ich brauche meinen Spickzettel. Wie gesagt, das ist aber mistig hier. Die haben sonst noch. Ich gucke einfach mal so schräg drauf und steht das Ding hier vorne und ihr seht überhaupt nichts mehr. Guckt mal! Das sind die Figuren. Und der Fokus direkt drauf, einfach wie bei einem Profi. Ist es großartig. Steht natürlich unten auf einem 1x2 Brick Trans Clear, der auch tatsächlich ziemlich Trans Clear ist. Und das ist Ebony, oder? War das? Genau. Dann erkenne ich jemanden, das ist Iron Man. Weiter geht's mit Spider-Man. Das weiß ich doch direkt. Wong kommt dahinter. Scarlet Witch. Sinister Strange ist das. Master Mordo. Dead Strange. Und Doctor Strange. So ist es. Der hat diesen Gummi-Cape. Ja? Kennt ihr. Jetzt nochmal, also das sind, wie gesagt, ich denke mal, jeder, der die Figuren kennt, weiß, wer sie sind und die anderen interessiert es nicht. Das ist ja immer meine grundsätzliche Theorie. Die sind ziemlich simpel. Also am coolsten, finde ich, ist der Spider-Man. Der hat bedruckte Arme. Der hat eigentlich einen schönen Print. Der übergeht auf die Hose. Dual Molded Legs. Unten auch bedruckt nochmal der rote Bereich. Das ist eigentlich alles wirklich sehr, sehr anständig. Der hier zum Beispiel, der ist wirklich... Also da ist gar nichts los. Da gibt es City-Figuren, die sehen abgefahren aus. Bei ihr ist natürlich die Frise lustig, keine Frage. Die Frise ist gut. Der Rest der Figur ist sehr, sehr, sehr simpel. Jetzt hier, Kollege Sinister Strange. Immerhin bedruckte Beine. Das ist schon mal ein bisschen was. Aber auch nicht so viel. Er hat ein Cape, aber guckt euch mal den Rest der Figuren. Jetzt nochmal der Dead Strange. Auch sehr, sehr simpel. Und ihn gibt's ja, ist ja sowieso nicht exklusiv für das Set. Ihn gibt es ja sowieso schon. Also ich muss sagen, für mich ist das ja ein UCS-Set. Hier nochmal die Rückseiten. Also Spider-Man definitiv, oder? Ich meine, Entschuldigung mal, der sieht wirklich noch was aus. Der Helm vom Iron Man, der ist nicht so wirklich... Achso, der ist ein bisschen offen, gell? Alles klar, kann man aufklappen. Wisst ihr Bescheid. Ja. Mich schocken die Figuren jetzt von den Personen her nicht so wild. Aber ich finde, wir haben 2, 3, 4... Vier komplett unbedruckte Beine. Beine. Ich meine, das interessiert ja wirklich als Beine. Und nur einmal bedruckte Arme. Das ist, wie gesagt, finde ich ziemlich dünn. Aber ich hoffe, sie gefallen. Ich hoffe, die Figur ist dabei, die ihr schon immer haben wolltet. Aber jetzt nur mal als Sache für die Figurensammler. Kein Figurensammler kauft das Set. Außer man kauft so die Figuren raus und verkauft das Set wieder. Als Ganzes ohne Figuren, wie es die auch bei Bricklink machen. Ihr bekommt die, ich habe jetzt geguckt, so um die 80, 90 Euro bekommt ihr alle Figuren zusammen. Falls er da drauf steht. Falls unbedingt die Figuren sein müssen, dann macht man sich keine Arbeit, kauft die, bestellt die, hat die, fertig. Oder ihr wartet einfach noch ein bisschen und dann geht der Preis natürlich auch runter. Ja, ist klar. Das ist normale Händlerware. Jo, das waren die Figuren. Und jetzt der für mich viel wichtigere Punkt. Wir haben ein Set. Und dieses Set ist ein Modular Building. Und jetzt werde ich es als solches betrachten. Ab jetzt, wir sind die Figuren durch, wir haben die Anleitung weg, wir haben die Disney-Sache weg. Wir messen es kurz aus. Grundfläche ist jetzt nicht spannend. Das ist eine 32x32er Baseplate in Dark Bluish Gray. Das heißt, wir haben 25,5 cm. Das Gebäude an sich ist aber relativ klein auf dieser Platte. Das sind 20 cm mal 15 cm. Die Grundfläche ist nicht so wahnsinnig. In der Höhe sind wir so bei 32, 33 cm. Und dann gagelt es aber hier und da so ein bisschen raus. Hier mit diesen Bars und hier drüben mit dem Gargantus-Viech. Gagel. Wir nennen es Gagel. Wir haben jetzt mal, wenn ihr das so seht, wir haben hier die Aufnahmen natürlich, um es mit anderen Modulars verknüpfen zu können. Auf beiden Seiten. Wir haben hier vorne natürlich den Bürgersteig. Ich weiß, der Bürgersteig ist bei den Modulars nicht immer gleich weit vorne. Das hier sind so ein, zwei Noppen auch gerne mal weiter vorne. Finde ich aber jetzt in so einer Straße auch nicht schlecht, wenn da mal ein Haus mal so ein bisschen nach vorne und hinten versetzt ist. Lego sollte da, finde ich, häufiger ein, zwei Noppen mal springen, damit das
damit nicht alle gerade sind und eins guckt raus. Ja, so ein bisschen, dann passt das. Nette kleine Bäume, diese Kerzenständer-Dinger hier in Dark Ten dabei. Sehr simpel, zeige ich euch gleich nochmal. Wir gehen nochmal kurz rum, ein bisschen Tonne, sonst was. Hier seht ihr aber auch den Abstand vorne, das ist natürlich ein Eckgebäude. Hier ist es wirklich eng, das sind ja 7 Noppen Abstand. Hier drüben sind es nur noch 5. Und dann haben wir hier an der Seite aber auch noch den Spalt, dass man in so einen kleinen, also in so eine kleine Gasse zwischen den Häusern reingehen kann. Und hier sind dann wieder die Andockpunkte für das nächste Modular Building. Das mal so das Konzept. Den Preis werde ich hin und wieder zwischen euch nochmal erwähnen, mit Sicherheit. Wir können auch am Ende beim Fazit nochmal drüber reden. 250 Euro ist natürlich irgend so ein Fantasie. Es ist der maximale Preis, den Lego glaubt, für dieses Ding kriegen zu können. Und da setzen sie den Preis an. Wir können mal ein bisschen in der Umgebung schauen. 10.255, Stadtleben, 4.000 Teile. Kommt von 240 Euro. Hat jetzt gerade eine 25% Preiserhöhung abgekriegt auf 300. Kommt aber eigentlich von 240 Euro mit 1.300 Teilen mehr. Alles bedruckt. Ja. Geht ihr aber jetzt nochmal zum Beispiel zur Polizeistation. 3.000 Teile. Ist jetzt auf 200 Euro hochgegangen. Trotzdem wesentlich mehr Teile, 50 Euro günstiger. Oder ein bisschen, also man kann ja so, ich meine, 10243 Pariser Restaurant, 150 Euro, 2400 Teile. Also die Preisexplosion bei Lego ist wirklich grenzenlos, scheint mir. Und ich frage mich, wann irgendwann der Punkt kommt, dass die Kunden mal sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Bei mir ist der schon lange angekommen, wie ihr wisst, als Händler sowieso schon, weil meine Einkaufspreise gehen ja entsprechend hoch. Aber ich weiß wirklich nicht, was hier 250 Euro sind. Nicht im Entferntesten. Auch nicht im Vergleich, das ist der Punkt. Wenn ihr es allerdings vergleicht mit der Buchhandlung zum Beispiel, die auch auf 200 Euro hochgegangen ist, die aber nur 2.500 Teile hat, dann kann man natürlich wieder sagen, okay, das Ding hat ja viel mehr Figuren, es hat nochmal 200 Teile mehr, okay, es kostet ein Fuffi mehr. Was die Buchhandlung bei 200 Euro macht, entzieht sich jeglicher Kenntnis bei mir. Es ist nicht so, dass ich sage, im Vergleich ist das hier das schwachsinnigste Set im Programm von Lego. Gar nicht der Punkt. Ich finde, generell ist das Programm außer Kontrolle geraten und es gibt wesentlich günstigere, bessere Häuser noch. Also Assembly Square ist ein viel schönerer Bau, macht viel mehr Spaß, es ist ein qualitativeres Produkt und ihr bekommt mehr fürs Geld. Nur mal so. Aber ihr bekommt natürlich kein Marvel. Ja, also genug Schwafel über den Preis. Nur noch mal kurz zum Fazit, aber ansonsten schauen wir uns mal das Modell an. Es ist ein Modular. Wir kommen jetzt mal zu den schönen Sachen. Mir ist jetzt Dr. Strange egal. Wir haben bei dem Modular natürlich die Möglichkeiten, verschiedene Ebenen abzunehmen. Ja, vollkommen klar. Wir haben hier oben natürlich so ein Dach, das liegt hier drauf. Wir haben dann hier oben das gesamte Dachgeschoss. Und wir haben jetzt hier, das ist eigentlich ganz nett. Ich werde euch das später auch, denke ich, nochmal am Stück zeigen. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, das hat aber ein großes Loch unten drin. Und dann haben wir hier unten die Basis und damit geht es dann eigentlich los. Und damit kommen wir doch mal. Wie gesagt, Bau ist wirklich simpel. Wenn ihr euch jetzt wundert, was macht denn das Ding hier eigentlich und was gagelt denn hier seitlich raus? Das sind Positionen. Ich mache erstmal alles kaputt zur Begrüßung. Das sind kleine Positionen, um Figuren anzustecken. Hier könnt ihr Figuren rambasteln oder hier auf die Rückseite. Und ihr habt hier immer mal Noppen, entweder um Figuren zu stellen oder um sie schweben zu lassen. Und ebenso sind hier in der Wand vom Haus immer mal wieder Noppen, damit ihr entweder hier das auch so reinstecken könnt oder ihr könnt direkt hier diese kleinen Bars, die so abgeknickt sind, reinsetzen, damit ihr eine Action-Szene habt. Oder was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt hier vorne zum Beispiel, weil es hier vorne ja auch negative Noppen habt, ihr könnt es auch hier vorne so dran setzen und hier so eine Figur fliegen lassen. Wenn ihr euch wundert, was das hier noch für Geräusche sind, wir hatten einen Kanalbruch und die Handwerker arbeiten unterm Haus irgendwo rum. Also nur, falls ihr euch mal denkt, der hat wen im Keller eingesperrt. Nein, nein, das soll so sein. Also das auf jeden Fall, deswegen starkseln hier diese Sachen rum. Ja, das ist, damit ihr Action-Szenen nachspielen könnt. Ihr könnt es halt. So, dann haben wir hier so eine kleine Tonne. Da drin sind Timestones und eine Fliese und eine Dose. Da kommen Aufkleber drauf, dann sieht es bestimmt cool aus und dann ergibt das auch Sinn. Genauso ist hier eine Fliese, 1x2. Und genauso ist hier ein Briefkasten mit Briefen, also mit Zeitungen drin, also ein Zeitungskasten. Da kommen Aufkleber drauf und dann sieht es gut aus. Genau ist hier eine Tür, hier kommt ein Aufkleber drauf. Das zieht sich die ganze Zeit. Denkt euch immer, wenn ihr überlegt, das sieht aber ein bisschen kahl aus. Da kommt garantiert ein Aufkleber drauf. Wie gesagt, 45 oder sowas auf das Set. Also pro Stockwerk 15 Aufkleber.
Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich ein kompletter Wahnsinn für das Geld. Unfassbar. Deswegen habt ihr auch hier eine komplett glatte Wand. Wir sind hier farblich relativ entspannt. Das kommt anscheinend alles aus einer Charge. Zumindest alle normalen, also hier, das hier ist ein, die sind ein bisschen heller, die haben mehr einen Blaustich, die sind ein bisschen gelber vom Farbton her. Die anderen, die hier ein Profil haben, sind anscheinend aus der älteren Charge noch, die weichen ab. Aber hier seht ihr so eine Fläche hier zum Beispiel, die passt ganz gut zusammen, die 1x3 Bricks nicht hundertprozentig. Es ist wild gemischt, aber das kennt ihr, aber es ist wesentlich besser, als ich es erwartet habe, als ich die großen Graufläche gesehen habe. Ich habe gedacht, da könnte wirklich mehr schief gehen. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ich komme später nochmal drauf zu sprechen, wir haben hier diese Elemente. Die kann man rausnehmen, kennt ihr, ich meine, es ist jeder, der Zelda gespielt hat, weiß, wenn er so eine Wand sieht oder irgendwas komisches ist, da kann man dran ziehen, da kann man was machen. Hier oben so eine Kante, die lockt natürlich. Dahinter haben wir nochmal so einen Timestone und dahinter kommt natürlich wieder ein Aufkleber auf das Buch, was da eingekettet ist, vollkommen klar. Ja, wir haben hier oben auch nochmal so eine kleine nette Ecke, zeige ich euch aber gleich, das kann ich rausnehmen. So, die haben wir auch, nochmal in anderen Stockwerken. Es ist immer exakt das gleiche Maß, das heißt, die kann man austauschen. Machen wir später auch mal bestimmt, es wird sehr, sehr aufregend. Was wollte ich euch hier noch zeigen? Tür geht auf, geht zu, das alte Rein-Raus-Spiel. Ah ja, wir haben hier diese Tür. Die ist natürlich auch mit Aufklebern versehen, damit sie hübsch wird. Und die kann man aufmachen. Ihr seht, dass ihr die aber wirklich direkt in der Treppe steht. Da ist auch nichts dran zu ändern. Achso, das hier vorne könnte man schöner machen, gell? Habe ich euch die ganze Zeit Chat gezeigt? Das ist natürlich, das triggert einen natürlich hart. Stellt euch vor, das wäre alles schön. Die sind immer nur an einer Noppe festgemacht. Das ist immer so ein Problem, das ist eine ständige Ausrichterei. So, jetzt gucken wir mal rein. Ich finde das nämlich eigentlich sehr nett. So, das ist der Eingang. Was die ganze Sache trübt, ist diese scheußlich hässliche Tür von der Rückseite. Es sieht wirklich mit diesen offenen, mit den negativen Noppen, die da so offen sind und diesen grauen Slopes drüber, finde ich außerordentlich unschön. Kann sein, dass das aber irgendwie Film oder Comic echt ist, dass es so sein muss. Und ihr seht, dem Haus fehlen mal, ich würde entspannt sagen, 3 Noppen Tiefe. Die fehlen einfach massiv. Und zwar richtig. Damit ihr euch richtig vergegenwärtigen könnt, was ich meine, wenn ihr euch von Panlos das Sanctum Sanctorum oder das magische Gebäude oder wie auch immer wir es nennen, ich verlinke es euch unten, das möchte ich auch noch bauen. Ich komme nur gerade momentan an keine Variante mit einer großen, mit der richtigen Box. Also falls ihr zufällig das Set habt mit der Box und der Anleitung gedruckt, ja, nicht irgendwie zusammengeschustert oder auch nicht in China bestellt, nur als so eine Beutel. Schreibt mir gerne bei Instagram, freue ich mich. Vielleicht können wir das mal tauschen oder ich gleise mir aus. Ja, na. Wo war ich? Genau, wenn ihr euch das Haus anschaut, das ist übrigens günstiger ist als das mit 7000 Teilen, aber Schwamm drüber, aber dafür sind keine Figuren dabei. Die müsst ihr für 80 Euro nachkaufen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Set. Und wenn ihr da unten reinschaut, dann seht ihr, welche Dimensionen man gerne haben möchte in so einem Haus. Dann sieht diese Treppe auch cool aus. Aber es ist trotzdem für Lego-Verhältnisse ziemlich gut gemacht hier. Ja, ziemlich gut gemacht. Es ist nur zu klein. Es ist nur zu klein, aber es sieht eigentlich ganz putzig aus. Da unten ist ein Highlight, zeige ich euch gleich. Und das ist dann nochmal die andere Seite. Da geht's hoch. Da ist hier so eine schöne Großvateruhr mit einem Print tatsächlich sogar auf der Uhr. Ist nicht selbstverständlich, nur weil ich es jetzt erwähne, gell? Wir haben eine Aufkleber beim Home Alone Set an der Stelle. Ja, also das ist die Sache. Und jetzt seht ihr das hier oben, den Teil. Passt mal auf. Den kann ich rausnehmen. Da seht ihr hinten auch nochmal, da ist ein Print. Wuhu! Das ist eine kleine Uhr. Ja, Knüller. Das haben wir und hier hinten ist nochmal ein kleiner Raum, in dem man durch diese Tür hier reinkommt. Und hier hinten, den seht ihr sonst nicht, ist ein Kühlschrank drin, den ihr nur wirklich als Kühlschrank vollends erkennen könnt, wenn ihr die Aufkleber dran macht, damit ihr weißt, dass da Zeug drin ist. Das ist okay, das ist weiß, das blendet einfach wie Teufel. Also glaubt mir, da kommen einfach Aufkleber drauf, dann sieht es ein bisschen nach dem Kühlschrank aus. Ist ein netter kleiner Bau und dahinter ist noch, ja, wenn ich es kippe, dahinter ist noch ein kleines Räumchen mit einem Creeper-Kopf. Da seht ihr das hier so? Da unten da. Ja, da könnt ihr es erahnen, da ist noch ein bisschen was. Unter der Treppe ist ein Hohlraum. Ja? Und davor steht der Kühlschrank. So, das haben wir doch auch. Es war ganz fantastisch und mir eine Freude.
Richtig, also wir haben hier oben das hier, das wird da oben reingelegt und deswegen haben wir jetzt da diesen offenen Bereich, da steht doch noch ein Regal. Und es ist ganz schön gemacht, das hier. Da kommen natürlich Aufkleber drauf und da kommt ein Aufkleber drauf, da kommt ein Aufkleber, es kommen überall Aufkleber drauf. Diese Brackets mit Fliese allerdings davor sind natürlich dafür da, um das, dieses kleine Treppengeschoss, was da ist, an Position zu halten. Das finde ich eigentlich ganz schön. Dadurch sackt das auch nicht weg. Das finde ich eigentlich sehr fein. Was ich euch noch zeigen wollte, hier unten an der einen Ecke ist ein netter kleiner Kopf mit aufgedruckter Weltkarte am Start. Fokus. Finde ich nett. Ja. So ist es. Also, haben wir auch. Und unten ist auch alles gefliest. Das untere Stockwerk ist ja immer das, wo sie ein bisschen investieren. Das hat mir auch mehr Abstand die meiste Freude gemacht beim Aufbau. Das untere Stockwerk hier. Das passt. Mit der Tür, wie gesagt, das ganze Haus müsste also 2-3 Noppen bis hierhin nach hinten einfach durchgeschoben werden. Und dann hätte man hier vorne den Platz. Also das sieht, die Tür geht haarscharf an der Treppe vorbei auf. Und das finde ich, das sind sogar 2-3 Jumper Plates, dass man Figuren positionieren kann, wo man möchte. Aber das finde ich gar nicht schlecht. Soweit, so gut. Kurze Stärkung. Dann geht es ins erste Stockwerk. Oder ins erste Obergeschoss. So. Da sind wir hier. Und es sind sehr viel, über 40 Fenster verbaut in diesem Set. Es ist natürlich ein bisschen was, wie ihr seht, in Nougat dabei. Wir haben auch ein paar Teile in Dark Orange. Das ist aus der 76205 übernommen hier. Das Auge ist jetzt natürlich eine winzige Version von dem Gargelmonster, aber ist immerhin dabei. Ihr habt hier die Rückseite. Klar, die großen Panels natürlich. Die machen es immer ein bisschen simpel, aber mit einem Wahnsinnsmechanismus noch verborgen. Hier wieder Sachen, hier auch zum Anstecken. Hier, das sind diese Action-Dinger, wo man einfach Figuren dran stecken kann. Ganz, ganz aufwendig. Und das ist von unten die Konstruktion. Hier auch wieder in Nougat-Teile dazugekommen. Alles natürlich mit Aufklebern versehen, ist vollkommen klar. Und das hier von oben kann man dann natürlich hier alles sehen. Das zeige ich euch gleich mal. Es gibt ein bisschen ein luftiges Gefühl in die ganze Sache. Wir haben hier ein riesiges Action-Feature, das möchte ich euch natürlich nicht verheimlichen, das zeige ich euch gleich. Und wir haben jetzt zwei nette Ecken, finde ich so, von der gesamten Ansicht. Zum einen hier hinten, das mit dem Sextanten und so, kleinem Sesselchen, das passt alles. Oben hier, die sind in Perlgold, die kleinen Parabolspiegel, die sind spannend. Hier Deko-Zeug dran, sehr, sehr schönes, finde ich, sieht man es auch von da eigentlich. Schöne Bibliothek da, die gefällt mir. Und jetzt habt ihr hier noch ein Riesen-Feature und das ist echt der Knaller. Könnt ihr diese Tür aufmachen? Seht ihr das? Da ist eine Tür. Und jetzt kann ich da was reinschieben. Und jetzt kann ich, guck, jetzt schiebe ich das weg und jetzt kommt die andere da reingeschoben. Oder beide weg. Eine hin, weg. Eine hin, weg. Die, andere, was auch immer ihr wollt. Es ist ein Riesentrick. Und das wird hier mit geregelt. Damit schiebt man das da hin und her. Es sieht ja doof aus, sagt ihr, ist richtig, da kommen Aufkleber dran. Und dann habt ihr richtig was am Start. Hier oben ist noch, zwei Sachen kann ich euch hier noch zeigen. Das hier kann man abnehmen. Wenn man sich nicht ganz doof anstellt, okay. Wenn man sich ganz doof anstellt, wird es ein bisschen schwieriger. Aber prinzipiell geht's, das kann man abnehmen. Eigentlich sollte das am Stück abgehen. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Egal. Und dahinter ist eine Tasse. Warum ist da eine Tasse? Wenn es im ersten Doctor Strange Film war, habe ich es einfach verpasst, weil es für mich nicht relevant genug war. Oder ich habe geschlafen, doch gespult. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist was Späteres. Dahinter habe ich eine Tasse in die Wand gesetzt. Zum Thema Wand und Ecke. Ihr seht ja, dass das hier, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, aber ich meine, ihr seht es, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Das sind natürlich alles Brick Modified mit einer Noppe an der Seite. Und dementsprechend kommt hier dieses komplett gefließte Äußere, was ja hier auch natürlich noch weiter übernommen wird. Und es ist ein Eckgebäude und so eine richtige Ecke wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen haben sie sich überlegt, machen sie das so. Das sieht eigentlich ganz nett aus und es ist sehr simpel gebaut. Schaut mal, man nimmt einfach hier oben das weg. Und hier unten ist so ein, die geht auch gerne mal ab zwischendurch. Einfach so eine Platte und das hier ist dort reingesetzt. Das heißt, das hier ist alles um die Ecke gebaut mit diesen Slopes. Seht ihr? Ist einfach hier so um die Ecke gezogen mit diesen Slopes. Und damit wird es offen gelassen. Und dann wird hier diese Wand genommen mit Sessel und eingesetzt. Das ist sogar mal ein massiver Bau. Und das kommt dann dahin.
und gesetzt. Dann denkt man sich am Anfang, ja, aber da gucken nach unten noch die orangenen Ecken raus. Das ist ja noch gar nicht fertig. Aber dann kommt hier die Geschichte dagegen. Das sieht ein bisschen blockig aus, aber es ist sauber abgeschlossen, kann man gar nicht sagen. Und dann kommt hier oben drüber wieder die Wedge Plate und deckt die ganze Sache zu. Und ist stabil. Ist eine gute Konstruktion, funktioniert. Also, das passt schon. So, jetzt wollte ich nochmal hier zu kommen. Also, wir haben uns hier die netten Ecken angeschaut. Wir haben hier hinten den Becher gefunden. Das hier ist auch hier mit Balljoints gelöst und so. Das ist eigentlich sehr nett gemacht, um das einzusetzen. Es ist immer mal, deswegen ist immer was Kleines. Es ist alles sehr, sehr simpel. Es geht alles wirklich einfach durch, aber es ist immer schön, wenn man sieht. Hier haben wir jetzt auch wieder Gagelvieh. Auch Gagelvieh können wir rausnehmen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr Lust habt, Gagelvieh auch nach innen gageln lassen. Ich weiß zwar nicht, ob das in voller Pracht sinnvoll ist, aber das stelle ich jetzt auch gar nicht zur Diskussion. Gagelvieh kann auch nach innen gucken. Oder Gagelvieh hat Höhenangst und möchte lieber unten sein. Und dann machen wir das nach hier oben. Lego nennt das ein vollmodulares System mit wechselbaren, kompletten Wänden. Immerhin. Sie reden auch, der Marketingpraktikant hat wieder völlig freigedreht. Die reden auch von einem 360-Grad-Modell. Also, sie warten noch auf das Lego-Modell, was nicht wirklich 360 Grad ist. Aber ich glaube, sie meinen damit, es ist keine Filmkulisse, wie sonst Lego baut, sondern es ist ein komplettes Gebäude. Also ein normales Set. Und kein Spaß hat, was das angeht. Aber es ist ein 360-Grad-Erlebnis, was ihr habt, wenn ihr mit diesem Set hier spielt. Puh, da geht richtig was vorwärts. Ich mag Marketingpraktikanten. So, und dann haben wir, und das finde ich schön, das mag ich immer, Tür zu. Ich halte es mal ein bisschen fest, damit mir es nicht bricht. Wir haben jetzt hier so einen Blick runter, ja, von oben. Das mag ich. Das sieht so ein bisschen, sieht ein bisschen prächtiger aus, oder? Was meint ihr? Ich finde schon. Ich finde schon, das hat so eine gewisse, so seht ihr nicht viel, aber seht ihr wenigstens, dass das da oben drauf sitzt und dann runter geht. Ja? Runter, runter. Ja. Die Treppen an den Seiten, da kriegst du keine Minifigur runter. Dass zwei Noppen breiter kommen, passen die Hände nirgendwo hin. Aber immerhin, die Idee, es fehlt einfach die Tiefe, es fehlt die Tiefe im Gebäude. Machen wir es kurz. Im 360-Grad-Erlebnis fehlt mir ein bisschen die Tiefe. So, und dann haben wir das Dachgeschoss. Das besticht natürlich durch die sandgrünen großen Slopes, die gefallen mir doch jedes Mal. Das sind hier die kleinen Kotflügel, die sind das erste Mal in Sand Green dabei. Kennt man sonst natürlich schon. 75330 haben wir sie ja auch gehabt, den Ten haben wir drüber gesprochen. Exklusiv ist diese bedruckte große Scheibe. Und da ist es durch. Und hier ist wieder, ihr ahnt es schon richtig, eine Wand zum Rausnehmen. Und das ist auch die Wand, die ihr braucht, um das nachzuspielen. Das ist der Blick. Seht ihr da die Truhe? Das ist der Blick. Da setzt ihr die Figur hin und dann habt ihr den Doctor Strange und könnt es nachspielen. Das ist ein großer Moment. Ich bin auch begeistert. So, also das ist auf jeden Fall das, was ihr machen könnt. Hier oben ist die Sammlung. Super geil. Mein Highlight ist der Helm. Der Helm. Ich meine, das ist einfach der Helm. Ich drehe ihn mal zu euch. Schaut mal an. Der geht ab, oder? Richtig. Da ist ein kleiner Schirm. Da sind dann Vitrinen. Da ist ein Kistchen. Da hinten ist noch ein Lämpchen. Da hinten ist auch, ich mag diese Dinger hier, diese kleinen Pokale. Ich mag die immer. Die sind nicht wahnsinnig special, aber ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Bin einfach leicht zu begeistern, einfacher Geist. Hier haben wir noch eine Truhe und in der Truhe ist eine Rolle, eine Schriftrolle. Und diese Schriftrolle ist einfach nur ein Technik-Connector 10 und links und rechts werden zwei 1x1 Fliesen, also Time Modified mit Bar, links und rechts rangesteckt. Fertig. Sehr cool. Sehr cool, funktioniert für mich alles. Richtig, hier noch ein bisschen Zeug, Sammlungen vom Doctor Strange. Dinge, ja, kein Problem. Noch irgendwas, was ich erwähnen sollte? Teilemäßig, auch nicht wahnsinnig besonders. Teilemäßig eher besonders ist die Konstruktion. Hier Aufkleber natürlich drauf, brauche ich nicht erwähnen. Teilmäßig besonders ist eher noch die Dachkonstruktion, aber nur weil ich sie mag. Ich mag die großen 6x14 Platten in Light Blue Grey.
Die kommen mittlerweile auch häufiger jedes pro Jahr in ein paar Sets vor, aber sie waren früher mal abgefahren und deswegen erwähne ich es immer, weil ich mich immer noch darüber freue, auch wenn bei der Flut von Sets mittlerweile in der Größe kommen natürlich auch die großen Plates häufiger vor. Trotzdem freue ich mich, wenn ich sie sehe. Sie sind da. Und sie sollen nicht unerwähnt bleiben, sonst sind sie traurig. So, und das kommt hier drauf. Und damit haben wir das Gebäude schon besprochen. Richtig. Und Highlight für Lego und wahrscheinlich auch für euch, es ist ja ein wahnsinniges Highlight, ist dann hier die Sache, dass wir hier diese Plates rausnehmen können und wir können sie dann hier hinstecken. Und hier sind auch immer, hier hinten seht ihr Bracket mit Fliese, damit die Wände nicht nach innen durchfallen können. Ja. Gut, jetzt sagen wir haben ein Set für 250 Euro. Aktuell könnte ich euch, wir haben schon drüber gesprochen, damit ihr euch besser fühlt, wenn ihr 250 Euro hierfür ausgebt, kann ich euch das hier für 200 Euro zeigen. Und dann könnt ihr sagen, ja gut, das ist ja gar nicht wirklich, das hat mehr Teile durch bisschen Schnickschnack. Das ist natürlich keine 200 Euro wert, dieses Set. Natürlich nicht. Das ist auch nicht meine Argumentationslinie. Aber es ist natürlich... Ist es blockiger als Set? Größere Teile? Hier ist ein bisschen mehr Shishi dabei. Deswegen ein paar mehr Teile. Ob es euch die 50 Euro Aufpreis wert ist, liegt an eurem Marvel-Fan-Dasein. Ob ihr das verargumentieren könnt. Wenn wir jetzt mal aber zurückgehen, also 10270, wenn wir jetzt mal zurückgehen und gehen zur 10251, das ist ein Set, was ich sehr mag, wie ihr wisst, ich habe es ja auch freudig vorgestellt, das ist die Brick Bank. Auch ein Eckgebäude. Ein bisschen klotziger, aber das lief für 150 Euro. Das heißt, wir haben eine Evolution um 100 Euro gemacht, um hier hinzukommen. Das ist eine Sache, mit der ich nicht wirklich klarkomme, muss ich sagen. Und ich finde die Ideen mit der Wäscherei, in der das Geld gewaschen wird von der Bank, schon einigermaßen lustig. Und der Möglichkeit, ich habe ein Video drüber gemacht, und der Möglichkeit, da in den Tresorraum einzubrechen und der große Luster und die Möglichkeit, dass man hier von oben in die Bank runter. Ich finde, es ist ein nettes Set. Aber was ich euch auch zeigen wollte, und das ist ja ein wichtiger Punkt, das steht übrigens natürlich falsch, das muss so natürlich zusammengehen. Sie passen zusammen als Modular. Ja? Das läuft. Das funktioniert. Die passen von der Größe zusammen. Ihr habt hier halt hier dieses Back Alley Ding. Ja? Es ist ein schmales Haus. Es ist vielleicht ein etwas kleineres Modular, wenn man so möchte. Oder wir tauschen das. Wir ziehen das hier rüber. Nehmen die Brick Bank auf die andere Seite. Ich glaube, so wirkt es ein bisschen vorteilhafter für das Sanctum Sanctorum. Für die jetzt, die ein neues Set haben wollen. Und die wollen sich eher freuen über das Set und nicht Fehler suchen. Dann stellen wir es so hin. Dann wirkt es ein bisschen mächtiger. Ja, aber ich finde, es passt auf jeden Fall gut in die Reihe. Der Preis passt nicht, aber es passt gut in die Reihe. Mit seinen Freunden. Das wäre doch auch mal hier ein Thumbnail, oder? Mal so zum Starten. Hätte ich mal ein anderes. Aber wir können ja nicht mit was anderem, ich kann nicht mit irgendwas so, mit wie das Video beginnt, so muss auch das Bild sein. Richtig. Deswegen machen wir es, oder? Häuschen. Und jetzt der Punkt, wir gucken uns aber noch das Große von Panlos an, oder? Ihr seid auch der Meinung. Ich denke auch, ich muss noch eins kriegen. Dann baue ich es. Und dann zeige ich es euch. Es wird ein Fest. Bis dahin, habt nette Leute um euch und eine gute Zeit.